Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen siebten Lesung über das Buch von Pillen-Jesuiten, Salbenpriester und Pflasterpfaffen oder eben auch, wie die letzten Folgen hießen, die Impfquisition. So, diesen Titel der Impfquisition werde ich auch probieren fortzuführen. Die Frage ist, wie lange den man in YouTube behalten kann, ohne dass jetzt Kanäle gesperrt werden oder die Videos gesperrt werden. Ich werde es halt für den Augenblick mal so lassen. Und wir gehen jetzt nach der Einleitung, wo wir uns über Dr. Klaus Köhnlein und den Viruswahn unterhalten haben, in dieser Sendung zurück in das, was eigentlich wichtig war. Ich habe gesagt, dass ich noch ein paar Dinge aus dem Buch Viruswahn lesen wollte, unter anderem den Beitrag von Robert Kennedy und andere Teile aus dem Kapitel 7, wo es um die spanische Grippe geht. Das werde ich auch tun, aber die Hauptarbeit waren eigentlich diese alten Bücher, die mir Gerald allemal zur Verfügung gestellt hat, wo er mir eine ganze Menge von gesendet hat und auch als PDF hat. Und das fing halt an mit dem Buch, das den Haupttitel hat, Die Pillen-Jesuiten oder Das Sündenregister der Medizinheilkunde. Eine öffentliche Denunziation an seine Durchlaucht, den Fürsten Reichskanzler von Bismarck. Das war die Absicht, das zu lesen. Dasselbe Buch ist auch unter einem anderen Titel erschienen, der heißt Die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reiches und des Deutschen Reichstags. Eine öffentliche Denunziation an seine Durchlaucht, den Fürsten Reichskanzler von Bismarck. Von Dr. Med. H. Hennemann. So, der Name des Dr. Med. H. Hennemann ist ein Pseudonym, das gebraucht wird von Theodor Hahn. Ja? Also Theodor Hahn ist der eigentliche Name und Dr. Med. H. Hennemann ist sein Pseudonym. Er hielt das anscheinend für wichtig und ich persönlich auch gar nicht für so unrichtig, teilweise Bücher mit so einem Pseudonym zu veröffentlichen. Das war auch damals schon nicht ganz ungefährlich, seine Meinung auf die Art und Weise zur Kenntnis zu geben. Und außerdem wurden ja viele Ärzte, die sich nicht der orthodoxen, also der Schulmedizin verschrieben haben, damals schon boykottiert und genauso wie das heute auch ist. Also jedenfalls hatte der Theodor Hahn seinen Grund, um hier ein Pseudonym zu gebrauchen. Und die Wikipedia-Seite von Theodor Hahn gebe ich euch auch in die Beschreibung des Videos hier mit rein. Da könnt ihr da selbst drüber nachschauen. Nun, das Buch beginnt hier mit einem Zitat von Friedrich dem Großen, der sagt, ich für meinen Teil bin über die Scharlatanerien, durch welche die Menschen verführt werden, schon lange aus meinem Irrtum gekommen und setze den Theologen und den Arzt in eine Klasse. Naja, und was wir von den Theologen zu halten haben, was wir von Priestern, Pastoren und so weiter zu halten haben, das wissen wir ja wohl schon länger. Das Buch fängt dann an und sagt, durchlauchtigster Fürst. Übrigens, ich habe nicht vor, das ganze Buch zu lesen. Es gibt viele Dinge, die ich nur auszugsweise lesen werde, aber hier am Anfang fangen wir jetzt mal an und lesen, durchlauchtigster Fürst. Kaum hatten vor 5 Jahren die Priester auf dem Gebiete des seelischen Heiles ihre seit langem geplanten Ziele erreicht und das Dogma der kirchenpäpstlichen Unfehlbarkeit mittels des Vatikanischen Konzils zur Anerkennung gebracht, als ihre Gesinnungsverwandten auf dem Gebiete des leiblichen Heiles gleiche Ziele planten und ihrerseits auch ein Dogma medizinpäpstlicher Unfehlbarkeit, nämlich das Dogma der Impfung, mittels der Gesetzgebung des eben neu aufgerichteten Deutschen Reiches zur Geltung zu bringen suchten. Ja, also wir sprechen hier über die Zeit von 1870, wo wir das erste Vatikanische Konzil hatten, wo der Papst sich hat unfehlbar erklären lassen, damals noch der Papst Pius IX., den wir ja kennen vom Syllabus der Fehler und solche Sachen. Haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Und 1875 wurde in Deutschland das Impfpflichtgesetz über die Pocken eingeführt. Da geht eben auch dieses Buch hier drüber. Dass ihnen dieses gelungen ist, bekannt. Mit welchen Mitteln aber und mittels welchen echt jesuitischen Praktiken dieses Reichszwangsimpfungsgesetz überhaupt zustande kam,
Und welche unheilvolle Bedeutung und Tragweite dasselbe in Verbindung mit den anderen Dogmen der Medizin auf das Wohl und Wehe des gesamten deutschen Volkes in sich birgt, dieses, ehrwürdige Durchlaucht, ausführlichst darzulegen, war von der Stunde an meine warm gehegte Absicht. Und wenn diese nun endlich mit der erneuten Herausgabe eines vor Jahren schon einmal veröffentlichten Schriftchens zur Ausführung gelangt, so bitte ich eure Durchlaucht zugleich, es mit aller Nachsicht, deren es so sehr bedarf, entgegennehmen und es betrachten zu wollen, als einen notgedrungenen Aufschrei im Namen des deutschen Volkes gegen die demselben widerfahrene medizinpriesterliche Vergewaltigung. Genehmigen, ehrwürdige Durchlaucht, den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung. Geschrieben in Ludwigslust, 13. Juni 1875. Dann gehen wir in das Inhaltsverzeichnis. Das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Vorwort auch schon mal gelesen hatte. Und hier geht es jetzt also im ersten Teil um die 7 Todsünden der Medizin. Davon werden wir sicher die erste Todsünde lesen, die 4. Todsünde lesen, das Kapitel der 2. und 3. Das werde ich überspringen. Das lasse ich euch, dass ihr euch das selbst lesen könnt. Aber das 4. ist sehr wichtig. Und das 5., das ist die Impfvergiftung. Darüber gibt es sogar ein eigenes Buch. Das heißt, der Theodor Hahn oder Dr. Hennemann hat ein eigenes Werk rausgebracht über die 5. Todsünde, die Impfvergiftung, weil das so wichtig ist. Das ist etwas über 50 Seiten. Das habe ich auch bereits gelesen, nicht in diesem Buch, sondern die extra Veröffentlichung, und die werden wir auch lesen. Und da muss ich mich selber noch weiter vorbereiten in dem Buch, aber über die Unterlassungssünden, 6. und 7. Todsünde. Zum Beispiel geht die 6. Todsünde, heißt zum Beispiel, die Medizin hat ihre Ohnmacht nicht eingestanden, ihren Widersinn nicht demütiglich bekannt. Und die 7. Todsünde heißt, die Medizin hat dem Volke nicht Natur- und Menschenkunde, nicht Diätik und Hygiene gelehrt. Und dann geht es noch in die letzten Kapitel rein, da heißt es dann Erlösung aus dem Irr- und Wirrsal der Medizin, die deutschen Mitrailösen. Das Wort hier kann ich nicht lesen. Mitrailösen, ich weiß nicht, was es ist, müsste ich mal nachsuchen. Und dann ein Schlusswort zur Versöhnung, zur sogenannten Versöhnung. Ne? Also, wie auch immer, wir gehen jetzt hier in das Werk hier mit rein. Google schickt mir die ganze Zeit irgendwelche Meldungen. Von demselben Verfasser ist übrigens auch erschienen, die Menschen pocken oder blattern, ihre Geschichte und Wesen, ihre Verhütung und Vernichtung und ihre sichere Heilung. Ein offenes Wort in dringender Not für Ärzte und Publikum, 1871. Und das ist so eine Reklame, die immer vorne mit dran steht. Gut, jetzt lesen wir eben das Vorwort zur 2. Auflage. Und da lesen wir, alle Welt eifert heutigen Tages gegen das Pfaffen- und Jesuitentum in der Kirche und gegen fernere geistliche Bevormundung des Volkes. Bedenkt aber nicht, dass noch ein anderer, viel schlimmerer, pfäffischer und jesuitischer Druck auf der Menschheit lastet. Dass eine andere, noch viel zahlreichere und mächtigere Priestersippe sie ebenfalls bevormundet und in fernerer Knechtschaft und Tributpflichtigkeit erhalten möchte. Die Sippe des Esculap, die Sippe der Pillenjesuiten, die Sippe des Salben- und Pflasterpfaffentums, die Kaste der Mediziner. Viel schlimmer noch, fragt man? Ja, gewiss! Denn wenn die unter dem Bann der priesterlichen Kanzel gestellten Menschenseelen schlimmstenfalls noch wenigstens nicht das Leben einbüßen und also Zeit behalten, sich zu besinnen und ihr besseres Selbst wiederzugewinnen, werden die unter dem Bann der Pillen jesuitischen Katheder gestellten Menschenleiber in kritischen Fällen sofort für alle Zeit und Ewigkeit unter die Erde spediert und dem medizinpriesterlichen Syllabus, welches das Anathem über ihr irdisches Dasein aussprach, durch die Schaufel des Totengräbers das unanfechtbare Siegel der Unfehlbarkeit aufgedrückt. Wie die Geschichte der Menschheit sehr wohl eine Geschichte der menschlichen Verirrungen und die Geschichte der christlichen Kirche sehr wohl eine Geschichte der päpstlichen Verirrungen, so und viel mehr und berechtigter noch, ließe sich die Geschichte der Medizin eine Geschichte der Medizin päpstlichen Verirrungen nennen. Und zwar deshalb, viel mehr und berechtigter noch,
weil die Zahl der Menschen, welche den Verirrungen der Kirchenpäpste zum Opfer fielen, alles in allem höchstens nach Hunderttausenden berechnet werden dürfte, während die Zahl der Menschenopfer, welche den Moloch der irrenden Medizinpäpste beantwortet wurden, nach Millionen, ja nach Milliarden zählen. Nun, hier bin ich natürlich mit dem Autor überhaupt nicht einer Meinung, denn wenn er hier schreibt, so und noch viel mehr berechtigt, dann noch ließe sich die Geschichte der Medizin eine Geschichte der medizinpäpstlichen Verirrungen nennen. Und zwar deshalb viel mehr und berechtigt noch, weil die Zahl der Menschen, welche den Verirrungen der Kirchenpäpste zum Opfer fielen, alles in allem höchstens nach Hunderttausenden berechnet werden dürfte. Da muss er natürlich die Inquisition und solche Sachen berücksichtigen. Das Problem dieses Autors ist, dass er das hier nicht richtig erwähnt. Er sollte ganz deutlich den Punkt machen, dass das Papsttum durch die Inquisition mindestens wohl geschichtlich festgehalten 50 Millionen Menschen im Laufe der Jahrhunderte ermordet hat. Und das ist dann nur die Inquisition, die wir zählen. Da zählen wir dann noch gar nicht mal die großen, die Kriege bei. Da zählen wir sicher nicht die Kriege bei, die nach dem Erscheinen dieses Buchs gekommen sind, weil wir müssen ja berücksichtigen dann den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg und alle Weltkriege seitdem oder Kriege seitdem. Denn wir wissen ja, dass die Inquisition heute nicht anders ist, nicht aufgegeben wurde, sondern immer noch ist, nur dass sie ihr Gesicht verändert hat. Sie ziehen heute nicht mehr mit Pferdewagen von Dorf zu Dorf und holen die Ketzer raus und verbrennen die öffentlich auf Scheiterhaufen, sondern heute werden dann Regime-Changes durchgeführt. Heute wird alles gestrickt, dass es auf die Reihe der päpstlichen Agenda passt. Und wenn ein Land nicht mitspielt, dann wird da eingefallen, da wird Krieg geführt. Und man erinnere sich nur mal die Millionen Toten, die zum Beispiel in Irak und Umgegend gefallen sind, seit 2001. Ich erinnere nur mal an 500.000 Kinder, die dem zum Opfer gefallen sind, wie wir ja von Madeleine Albright gehört haben, dass sie sagte, dass der Tod von 500.000 Kindern ihre ehernen Ziele rechtfertigt. Ja? Es war es wert, hatte sie gesagt. Das ist auch Inquisition. Nur das ist natürlich heute versteckt. Ja? Die Inquisition ist heute versteckt. Und es geht immer, wenn Krieg geführt wird, ist es immer die römisch-katholische Kirche, die Krieg führt. Natürlich unter einem anderen Banner, ja? Unter einer anderen Flagge. Man erkennt es nicht mehr. Nur wenn man die Bibel kennt und wenn man den Vatikan kennt und wenn man den Papst kennt, wenn man weiß, dass der Papst der Antichrist ist, dann erkennt man, dass die ganzen Kriege, die die Nationen im Auftrage des Papstes führen, nichts anderes sind als Glaubenskriege, ja? Kreuzzüge, in denen Andersgläubige vernichtet werden. Und ein gutes Beispiel eines Buches, was ich noch weiter vorlesen muss, habe ich ja erst ein paar Lesungen gemacht, ist Vietnam, why did we go? Vietnam, warum sind wir gegangen? Die Menschen, die dort umgekommen sind, das war alles nur dafür da, um den Katholizismus in Südostasien fest zu etablieren. Und da sind sie über Leichen gegangen. Ja? Und zwar über viele Leichen. Und nicht nur die Leichen der buddhistischen Mönche, die sich öffentlich auf den Straßen verbrannt haben, sondern auch all der Menschen, die sie damals dort umgebracht haben. Weil das Regime von Viet Dinh, also von dem Diktator aus Südkorea, der war ein tridentinischer römischer Katholik. Und das werdet ihr auch lernen, wenn ihr euch die Sendung mit anhört. Und der hat also den ultramontanen tridentinischen römischen Katholizismus durchgesetzt. Und nichts anderes sind diese ganzen Kriege. Und von daher bin ich hier mit dem Autor nicht einverstanden, dass der Papst weniger Tote auf der Rechnung hat als die Medizingeschichte. Und dazu kommt noch bei, das muss man ja auch sehen, wenn er hier von dem Moloch der irrenden Medizinpäpste spricht, muss man ja auch noch wissen, dass diese ganzen Leute ja genau wie der Papst Heiden sind und eben andere Menschen verfolgen. Nun, die Medizin verfolgt Menschen auf eine andere Art und Weise als der Papst. Der Papst tut es, oder die römisch-katholische Kirche tut es sehr oft sehr offen, dass man es sogar erkennen kann. Bei der Medizin, da fragen die Menschen ja sogar noch drum, um verfolgt oder um mehr oder weniger
getötet zu werden. Sie erwarten ja eine Medizin, eine Heilung für all ihre kleinen Leiden, für die sie meistens ja selbst verantwortlich sind, wie wir ja bei dem Virus waren, dem Buch bereits gelernt haben, dass eben der Lebensstil vieler Leute eben dazu ansetzt, den Körper selbst so dermaßen zu schwächen, dass man dann nach Medizin und Pillen schreit, um das wieder herzustellen. Und das fordert dann eben auch viele Opfer. Also ich würde gar nicht mal so sehr den Unterschied machen zwischen dem Papst in Rom und den Medizinpäpsten, weil der Papst in Rom diese ganzen Medizinpäpste ja auch nicht nur kontrolliert, sondern vor allem die Ausbildung kontrolliert, die ganze Pharmaindustrie kontrolliert, wie wir auch unter anderem aus Offenbarung 18 wissen, ne? Wo wir ja das Wort Pharmakeia, ne, mit deinen Zaubereien hast du die Menschen vernichtet. In 1823 steht es jetzt drin, ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut nicht, aber das könnt ihr ja gerne nachschauen. Und da geht es ja um die Zaubereien, was das original griechische Wort Pharmakeia ist. Ne? Und das heißt ja mit anderen Worten, dass die Medizinpäpste auch nur, sag ich jetzt mal, Individuen sind, die vom Papst genauso geleitet werden, wie die Politiker, wie die Menschen aus dem Militär, wie alle anderen. Ja? Der Papst ist eben der selbsternannte König dieser Welt von der Hure Babylon. Und Offenbarung 17, Vers 2 sagt es im Grunde ganz deutlich. Die Könige dieser Welt haben Unzucht betrieben mit der Hure aus Babylon und die Völker dieser Welt die Völker dieser Welt sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und das gilt auf der einen Seite politisch, das gilt auf der anderen Seite medizinisch ganz genauso. Also ich mache hier diesen Unterschied nicht, wie der Hennemann das hier macht. Der Hennemann ist ja nun mal kein Christ. Das stelle ich jetzt mal so eben in den Raum. Ja, ich kenne ihn nicht, ich beurteile ihn nicht oder verurteile ihn auch nicht. Aber der Hennemann oder Theodor Hahn hat nicht die Kenntnis, die römisch-katholische Kirche als das zu sehen, was sie tatsächlich ist. Wir aber tun das. Wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche des Antichristen ist. Wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche kein Christentum ist. Deswegen macht er hier den Unterschied und da bin ich natürlich nicht mit einverstanden. Das wollte ich nur mal eben sagen, bevor wir in dieser Lesung jetzt weitergehen. Das ist ja eben auch genau wie bei dem Viruswahn eben das, zwischen Anführungszeichen, Problem mit den Autoren. Die sind eben keine Christen und deswegen muss man solche Bücher eben anders lesen als diese ganzen Bücher von Gustav Mix, Roms Ziele in Theorie und Praxis, James Edkin Wileys Genius des Papsttums und diese ganzen anderen Bücher, die ich gelesen habe von Leuten, die ja Protestanten sind, die Christen sind, oder Henry Gretton Genesis, Romanismus und die Reformation und so. Da gibt es auch Gründe, um Kommentare zu geben. Hier gäbe es das noch viel mehr, aber da will ich mich nicht drin verlieren. Ich möchte diese Lesung machen für Menschen, die auf der einen Seite Christen sind. Ich möchte die Lesung auf der anderen Seite auch machen für Menschen, die keine Christen sind, weil das Buch ja auch von einem Nichtchristen geschrieben wurde und die Dinge hauptsächlich aus der Medizinwelt nicht von Christen zusammengetragen sind. Aber gerade wenn man eben zusätzlich den Blick auf die Bibel hat oder den Blick der Bibel oder besser gesagt durch die Bibelbrille diese Dinge liest, ja, und durch die wirkliche Bibel, ja, also ich meine jetzt nicht durch Kirchenbrillen das liest, sondern durch die Bibelbrille das liest, wo man also nicht von irgendwelchen verkehrten Priestern beeinflusst ist, dann gibt einem das Lesen solcher Bücher noch viel mehr Erkenntnis, als wenn man das nicht hat. Das ist ein Bonus, sage ich jetzt mal, den Christen haben. Und es ist natürlich so, dass wenn ich hier und da Kommentare dazu einlassen kann, wie jetzt gerade eben diese Gleichstellung nach dem Motto von die Medizinpäpste und der Papst in Rom sind auf eine Stufe zu stellen, aus den Gründen, wie ich erklärt hatte. Wenn Menschen, die nicht gläubig sind, das erkennen, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass sie sich vielleicht mit den Dingen so intensiv beschäftigen, dass der Vater auch diese zum Sohn zieht. Und genau das ist ja nun die Absicht meines ganzen Ministeriums, Stunde der Wahrheit, dass die Menschen
zur einzigen Wahrheit kommen, die es gibt. Und das ist nun mal die Bibel. Da können wir dann solche Bücher wie das, was ich jetzt hier lese, dazu gebrauchen, um die richtigen Schritte dahin zu führen oder um uns dahin führen zu lassen, wohin Gott uns leiten möchte. Lass uns mal so sagen. Ja? Dass wir uns leiten lassen. So wie ich mich und ihr wahrscheinlich viele, die ihr das hört, auch vom Heiligen Geist leiten lassen, wollen wir eben auch viele anderen hoffen, dass der Heilige Geist sie auch unter seine Fittiche nimmt, um es jetzt mal ein bisschen platt auszudrücken, und dass viele Leute noch zu der Erlösung in Jesus Christus kommen. Und dass viele Leute verstehen, dass diese ganzen weltlichen Probleme im Grunde völlig uninteressant sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, völlig uninteressant. Aber wenn man eben den Frieden hat, den Jesus Christus gibt, dann kann einem diese Welt im Grunde gar nichts mehr anhaben. Und das ist ja im Grunde der Punkt, auf den ich hier hinaus will. Also, ich lese diesen letzten Satz jetzt ohne Kommentar nochmal. Das ist ja ein halber Absatz hier. Wie die Geschichte der Menschheit sehr wohl eine Geschichte der menschlichen Verirrungen und die Geschichte der christlichen Kirche sehr wohl eine Geschichte der päpstlichen Verirrungen, ne, da beginnt es bereits, dass er nicht weiß, dass der Papst kein Christentum darstellt. So und viel mehr und berechtigter noch ließe sich die Geschichte der Medizin eine Geschichte der Medizin päpstlichen Verirrungen nennen. Und zwar deshalb viel mehr und berechtigter noch. Weil die Zahl der Menschen, welche den Verirrungen der Kirchentäpsten zum Opfer fielen, alles in allem höchstens auf Hunderttausenden berechnet werden dürfte, was, wir wissen, falsch ist. Während die Zahl der Menschenopfer, welche dem Moloch der irrenden Medizinpäpste überantwortet wurden, nach Millionen, ja nach Milliarden zählen. Jede neue medizinische Irrlehre kostete, bis sie als solche erkannt und anerkannt und den verstaubten Akten der Medizingeschichte überantwortet wurde, vielen Millionen das Leben und vielen anderen Millionen Gesundheit, Glück und fröhliches Alter. Meine nachfolgenden Blätter werden hierfür die geschichtlichen und statistischen Belege liefern, und wenn ich gerne alle meine Beweissätze mit meinen selbsteigenen Worten geführt hätte, so wolle man es doch dem Charakter derselben zugute halten, dass ich statt meiner andere reden ließ. Diese gaben durch ihre vielstimmige Einstimmigkeit meinen Beweissätzen ein doppelt und dreifach solides Fundament, eine absolute Unanfechtbarkeit. Was einer sagt, kann ja so leicht bestritten und abgeleugnet werden. Wer ist überhaupt dieser Hennemann? Eine obskure Persönlichkeit, eine unbekannte medizinische Größe. Aber was Hunderte sagen und was die ersten Größen der Medizin, was ein Hippokrates und ein Paracelsus, was ein Helmont und ein Burhave, was Hoffmann und Hufeland, was Schönlein und Wunderlich und noch 100 andere namhafte Mediziner verschiedener Jahrhunderte sagten und offen und frei bekannten über den Wert oder vielmehr Unwert ihrer Kunst und Wissenschaft, wobei ich Wissenschaft hier in Anführungszeichen setzen würde, das gewinnt das Gewicht einer Autorität, das lässt sich nicht mehr so einfach wegleugnen, das muss gehört und stillschweigend zugegeben werden. Die Bibel sagt es mit weniger klaren Worten ganz deutlich, alles wird im Lichte von zwei oder drei Zeugen bewertet. So ungefähr lautet es in der Bibel. Ja? Und dann ist es auch ein Gewicht einer Autorität. Dann ist es die einzige echte und nicht angemaßte Autorität, nämlich die Autorität der Wahrheit des Wortes Gottes. Damit aber gestaltet sich mein Buch zu dem, als was ich es eben meinen Lesern bieten wollte. Als eine medizingeschichtliche Beichte, als ein im Namen der idealen Medizin abgelegtes, offenes, reuiges Bekenntnis, abgelegt freilich zunächst nur still als Selbstbekenntnis im Allerheiligsten des äskulapischen Tempels, in den Werken streng medizinischer, fachwissenschaftlicher Literatur, von mir jedoch gesammelt und ans Licht der großen Öffentlichkeit gebracht und der populären, der Volksliteratur überantwortet, zu Nutz und Frommen der Kranken, Gemarterten, am Narrenseil des medizinischen Pfaffentums so lange hin und her gezerrten Menschheit.
Dass die hiermit vorliegende zweite Auflage dieser Schrift fast auf das Doppelte ihres früheren Inhalts verstärkt worden ist, wird ihren Wert hoffentlich nur erhöhen. Obendrein tritt sie auch in ihrer inneren Form vielfach verbessert und geläutert wieder zutage. Gerne hätte ich die Parallelen des kirchlichen Jesuitismus mit dem medizinischen hier in dieser Schrift schon gezogen und den Dogmen der Kirche und ihren Heiligen je ein Dogma der Medizin oder einen oder selbst mehrere medizinische Heilige gegenübergestellt. Doch der vorgesteckte Raum dieser Schrift legt mir darin unsprengbare Fesseln auf. Es soll in nächster Zeit anderenorts geschehen. Nun, ob wir die Zeit haben, andere Schriften von dem Dr. Hennemann, wo er sich damit beschäftigt, noch zu lesen, das weiß ich nicht. Ich beschäftige mich ja nebenbei auch noch mit dem Schuldbuch der Jesuiten von dem Herrn Gustav Mix und wir lesen ja auch noch den Impfspiegel in Wort und Bild und von daher glaube ich nicht, dass wir uns noch auf seine zukünftige hier angekündigte Arbeit, weiß ich gar nicht, ob ich die oder Gerald die irgendwo finden kann, wo er das noch machen will, wo er sich mit der nächsten Zeit anderenorts damit beschäftigen will. Es ist für mich auch nicht so wichtig. Wir legen bereits die Verbindung zum Jesuitismus und ich glaube, dass wir nicht so sehr darauf erpicht sind, von jemandem zu hören, der uns Kirchengeschichte erzählen will, wenn er noch nicht mal die römisch-katholische Kirche als die antichristliche Kirche erkennt, was man hier ja an seinen einleitenden Worten deutlich sagt. Also, ich habe diesen Absatz angestrichen, weil ich ihn sehr wichtig finde, dass er sagte, ich hätte gern die Parallelen des kirchlichen Jesuitismus mit dem medizinischen in dieser Schrift schon gezogen. Und das ist die Aufgabe von mir, wenn ich das lese, und die Aufgabe von euch, wenn ihr zuhört und selbst das Buch oder andere Bücher lest, die Parallelen des kirchlichen und medizinischen Jesuitismus zu ziehen und zu sehen, dass beide selben Ursprungs sind, dass beide Lehren vertreten, die nicht biblisch sind, die antibiblisch, die antichristisch sind, so wie die Jesuiten ein antichristlicher katholischer Orden sind, so sind die medizinischen Fortschritte, sage ich immer, und die medizinischen Dogmen ebenso antichristlich und gegen die Menschheit gerichtet. Was haben wir gerade eben schon gehört? Wie viel Opfer die Medizin im Lauf der Jahrhunderte gemacht hat, ist ja fast gleichzusetzen damit, wie viel Opfer der Antichrist gemacht hat unter den Menschen. Das heißt, das Töten der Menschen, das Schlechtsein zu Menschen, das Hassen der Menschheit kommt hier ganz deutlich an zutage. Und wir wissen ja aus der Bibel, wer der Feind der Menschheit wirklich ist. Nämlich der Teufel. Satan. Den wir schon so oft zitiert haben. Und der Satan kontrolliert nicht nur den kirchlichen Jesuitismus und die römisch-katholische Kirche, sondern er kontrolliert eben auch die ganze Pharmaindustrie. Und das sogar schon bevor es die Pharmaindustrie in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, überhaupt gab. Er kontrolliert die medizinische Industrie, die es schon seit Jahrhunderten gibt. Die ganze sogenannte orthodoxe Medizin. Selbst die paar Menschen, die der Autor hier gerade aufgezählt hat, ja, die er sehr wichtig findet, wie zum Beispiel, was ein Hippokrates, ein Paracelsus von Helmund oder Burhave und so weiter gesagt haben. Hippokrates, ein Heide. Paracelsus, ein Heide. Ja? Das sind sogenannte Größen der Medizin. Aber das sind eben auch nur, ja, eben keine Christen, die nicht die besten Absichten mit den Menschen vorhaben. Weil ein Heide kann das gar nicht vorhaben. Weil der, der Gott nicht kennt, der Gottes Gesetze nicht kennt und hält, der kann ja auch nicht ein Freund der Menschheit sein. Das ist der Punkt, auf den es hier hinauskommt. Deswegen, ich finde den Absatz, wie gesagt, wichtig. Deswegen habe ich ihn grün angestrichen. Das seht ihr ja auch bei meinem Upload auf archive.org, wenn ich das Papier dort hochlade. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, deswegen ist noch nicht alles angestrichen und kommentiert. Aber wenn das soweit ist, dann lade ich es dort hoch.
Und dann seht ihr, dass ich diesen Absatz auch an der Seite grün angestrichen habe. Und das ist eben, weil ich persönlich sage, die Parallelen des kirchlichen Jesuitismus und des medizinischen sind Parallelen, die wir, wenn wir dieses Buch lesen, selbst ziehen müssen, da wir zum Glück genügend Kenntnis aus der Bibel haben, um eben die Dinge mit den Dingen, die in diesem Buch stehen, mit den Dingen, die in dieser Welt passieren, genau das zu tun, was die Berührer in Kapitel 17 aus dem Buch der Apostelgeschichte, Vers 11, auch gemacht haben. Ne? Da heißt es ja, die Juden in Thessalonik waren bessere Juden als andere, weil sie täglich in der Bibel lasen und die Dinge in der Welt an der Bibel gemessen hatten. Das sind wir auch, oder sollten wir auch sein. Gute Berührer. Der Autor fährt fort und sagt, wir Mediziner fallen als solche nicht schon promoviert, doktoriert und mit goldbeknöpften Stöcken ausstaffiert, fix und fertig vom Himmel herunter. Sind schwache, fehlende und hinfällige Menschen, wie andere Menschenkinder auch. Wenn schon viele unter uns, Göttern gleich und olympischen Orakels voll an die Betten unserer Kranken treten, manche unter uns, Herrschern gleich, ganzen Völker Gesetze vorschreiben über Leben und Tod und einzelne uns, Despoten gleich, fantastische Hypotheken und menschenmordende Heilsysteme ersinnen. Ja, hier habe ich sogar zwei Ausrufezeichen an den Absatz gemacht. Ganzen Völkern Gesetze vorschreiben. Und damit sind wir genau da, meine lieben Brüder und Schwestern, wo wir uns heute in 2021 in der Corona-Pandemie, Plandemie, wie auch immer man das nennen will, in der heutigen Zeit befinden. Heutzutage sind es Virologen und Immunologen, selbsternannte Götter in Weiß, die ganzen Völkern Gesetze vorschreiben, über wie sie sich verhalten müssen. Masken tragen, Abstand halten, Hände desinfizieren, ja? Sich testen, testen, testen lassen, bis zum Abwinken, mit einem Test, der überhaupt nichts aussagt. Aber da sprechen wir in anderen Dingen drüber. Aber hier legt der Autor wirklich den Finger auf die Wunde des 21. Jahrhunderts, obwohl er da 140, 150 Jahre von weg ist. Ja? Wir Mediziner fallen als solche nicht schon promoviert, doktoriert und mit goldgeknöpften Stöcken ausstaffiert, fix und fertig vom Himmel herunter. Wir sind schwache, fehlende, hinfällige Menschen wie andere Menschenkinder auch. Wenn schon viele unter uns Göttern gleich und olympischen Orakels voll an die Betten unserer Kranken treten, manche unter uns Herrschern gleich ganzen Völkern Gesetze vorschreiben über Leben und Tod. Der Satz ist sowas von aktuell im 21. Jahrhundert, das ist schon fast beängstigend. Gut. Dies einmal auch meinen Kollegen gelegentlich zu Gemüte zu führen, war so nebenbei meine gut kollegialische Absicht bei Herausgabe dieser Schrift. Möge sie mir nicht anders ausgelegt werden. Mit diesem Wunsche will ich sie neuerdings auf dem Büchermarkt geleiten. Ja, und jetzt kommen wir zur Einleitung dieses Buches. Wie der Mensch der Tage seiner Kindheit und bis er sich zu voller männlicher Selbstständigkeit entwickelt, der elterlichen Führung und Erziehung bedarf, so auch die Menschheit, das Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit. Nur, dass für dieses an die Stelle der Eltern oder der Stellvertreter derselben die Mutter Natur als Erzieherin auftritt und statt dass wir für die Lebensdauer des Einzelmenschen nach Jahren rechnen, wir jedenfalls für die Entwicklungsdauer des Menschengeschlechts nach einzelnen Abschnitten von Tausenden, wo nicht Zehntausenden von Jahren zu rechnen haben. Hier merkt man schon den deutlichen darwinistischen Einfluss eines Menschen, der eben kein Christ ist. Ich überlasse die Interpretation des gerade Vorgelesenen an euch selber. Die Menschheit ist in ihrer Entwicklung bis heute noch nicht einmal aus ihren Kinderjahren heraus. Ja, hat noch nicht einmal selbstständig stehen, geschweige denn gehen, fühlen und denken gelernt. Wir erleben es ja gerade jetzt in unseren Tagen, dass jahrtausendelang gehegte und gepflegte Gefühle und Gedanken, an welchen die gläubige Menschheit am Gängelbande geführt wurde, als durchaus irrige bestritten, abgelegt und mit besseren vertauscht werden wollen. Eine gleiche bisherige Unzurechnungsfähigkeit der Masse
wie auf dem Felde der Religion, besteht aber auch noch auf einem anderen Felde, auf dem der leiblichen Pflege der Menschheit, auf dem Felde der Gesundheits- und Krankheitspflege. Und wie dort die Hüter des geistigen und geistlichen Heils, die Priester oder Ärzte der Menschenseele, sich des Menschengeschlechts jahrtausende lang abhängig und tributpflichtig und möglichst stock- und blindgläubig zu erhalten suchten, so waren auch die Priester oder Ärzte des Menschenleibes von jeher bestrebt, die Schar ihrer Gläubigen sich unvermindert zu erhalten und sich reich und fett zu mästen vom Blut und Leben ihrer kranken Herden. Sittliche Sünden und leibliche Sünden, kranke Seelen und kranke Leiber, sie wurden noch vor 3000 Jahren gemeinsam gehütet und gewahrt und geheilt, bis sich nach und nach das Doppelpriestertum in zwei Hälften gliederte und die Priester der seelischen Gebrechen ihre Tempel gesondert von den Tempeln bauten, in welchen die Priester die leiblichen Gebrechen ihren Gottes- und Götzendienst trieben. Nach und nach unterblieb auch von Seiten der Priester der Leibesgebrechen der Aufbau besonderer Tempel und die Verehrung einzelner Götter und Göttinnen, wie zum Beispiel Äskulap und Hygieia. Dafür aber stellte man von Zeit zu Zeit neue, besonders hervorragende Ärzte als zu verehrende Medizinpäpste auf, deren Gebets, wollte sagen Heils- oder Rezeptformeln, dann gewöhnlich jahrhundertelang als unfehlbar gegen allerlei menschliche Gebrechen vorhalten mussten, bis sie eben nicht mehr vorhielten und neuen, wenn auch nicht besseren, Platz machten. Ja, jetzt muss ich mal eben auf Äskulap und Hygieia zurückkehren. Der Autor sagt hier, nach und nach unterblieb auch von Seiten der Priester der Leibesgebrechen der Aufbau besonderer Tempel und die Verehrung einzelner Götter und Göttinnen wie Äskulap und Hygieia. Nun, Äskulap und Hygieia. Ihr Name Hygieia wird gleich am Anfang des Eides des Hippokrates angerufen. Und ich gebe euch den Link über Hygieia, den man auf Wikipedia findet. Und aus dem Eid des Hippokrates, wo die Hygieia angerufen wird, Zitat, ich schwöre, das ist also der Arzt, der das macht, er legt ja einen Eid ab, wobei wir wissen, was als Christen von Eiden auf dieser Welt, vom Schwören auf dieser Welt zu halten haben. Der Arzt sagt, oder derjenige, der den Eid des Hippokrates ablegt, sagt, ich schwöre, Apollon, den Arzt und Asklepios und Hygieia und Panakeia und alle Götter und Göttinnen zu Zeugen anrufend, dass ich nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Verpflichtung erfüllen werde. Ende Zitat. Also, wir Menschen legen unsere Gesundheit, legen unser Vertrauen an Menschen oder geben das Menschen, die einen Eid schwören, was nicht biblisch ist, zu Apollon, zu Asklepios, zu Hygieia und Panakeia und andere Götter und Göttinnen als Zeugen anrufend. Da schwört der drauf. Dann kann ich doch als Christ mit einem guten christlichen Gewissen schon mal gar nicht zu einem Arzt gehen, der den Eid des Hippokrates abgelegt hat, oder? Das ist ein heidnischer Eid. Und es ist ein heidnisches Ritual, zu schwören. Die Bibel sagt, du sollst nicht schwören. Deine Antwort sei ja, ja, nein, nein und alles andere ist des Teufels. So sagt die Bibel. Dann kann ich mich doch als bibeltreuer Christ keinem Menschen anvertrauen, der zu anderen Göttern und Göttinnen schwört und diese als Zeugen aufruft. Und wir wissen, dass Apollo steht für Zeus, steht für Jupiter, steht für den Teufel. Tja, Asklepios. Wir wissen aus von Babylon nach Rom, dass Asklepios wie Apollo im Grunde Nimrod, der Sonnengott, der gefallene Luzifer, Satan ist. Und Hygieia gilt als Schutzpatronin der Apotheker. Das Wort Hygiene ist von dem dazugehörigen Adjektiv der Gesundheit dienlich abgeleitet.
Hygiene kommt von Hygieia, von einer heidnischen Göttin. So viel zum christlichen Inhalt dessen, was der Autor hier schreibt. Er ist sich der Sache nicht bewusst. Er spricht ja überhaupt nicht davon, was ich gerade in meinen Kommentaren gesagt habe, dass Christen nicht schwören sollen, dass man sich Menschen doch nicht anvertrauen kann, die heidnischen Göttern und Göttinnen, also Götzen, dienen, die als Zeugen anrufen, die dazu schwören, gut zu tun. Ja, wie kann ich denn gut tun, wenn derjenige, zu dem ich das schwöre, schlecht ist? Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß, ne? Also, diesen Kommentar konnte ich mir jetzt wirklich irgendwo nicht verkneifen. Ich glaube, das ist ganz richtig im Verständnis dessen, dass wir begreifen, dass wir deswegen auch niemals Ärzte finden, die Christen sind. Wir finden Ärzte, die meinen, vorgeben, Christen zu sein, ja. Die römisch-katholisch sind. Aber wir wissen ja, dass römischer Katholizismus eben kein Christentum ist. Also, hier sieht man doch, wie verkehrt die ganze Welt schon aufgebaut ist. Und wie eben selbst die Ärzte absolute Heidenrituale haben, schwören, zu Götzen schwören und diesen Götzen, wie heißt es hier so schön, dass sie nach bestem Vermögen und Urteil diesen Eid und die Verpflichtung erfüllen werden, die Verpflichtung erfüllen gegenüber Asklepios, Hygieia, Apollon und Panakea. Wenn ich Verpflichtungen habe gegenüber heidnischen Götzen, habe ich keine Verpflichtung gegenüber dem Gott der Bibel, nicht wahr? Da muss ich ja nun nicht weiter drauf eingehen. Also, was heißt es für einen Christen, sich einem Menschen anzuvertrauen, der einen unbiblischen Eid auf Götzen schwört? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man zum Arzt geht. Der Autor fährt fort und sagt, Hippokrates, Galen, Rhasis, Avicenna zum Beispiel, waren solche hervorragende Heilkundige, deren Lehren von ihren Nachfolgern in Systeme gebracht, als ärztliche Konfessionen aufgestellt und an die jahrhundertelang blindlings geglaubt wurde. Ärztliche Päpste neueren Datums waren der Engländer Brown, der Deutsche Haller, der Franzose Brouffet, deren Heiligenschein allerdings rascher verblasste, die aber noch während der kurzen Zeit ihrer medizinpäpstlichen Herrschaft viele Millionen Menschen unfehlbarer wie je vorher jesuitische Inquisitoren vom Leben zum Tod aburteilten. Hofrat Professor Dr. Med. A. F. Hecker erzählt in seiner Schrift Theorien, Systeme und Heilmethoden der Ärzte, zweite Auflage auf Seite 4 und 5, einige 20 solcher hervortretenden ärztlichen Systeme auf, die alle nacheinander halbe, ganze oder mehrere Jahrhunderte herrschend waren, deren aber noch kein einziges bis heute sich als wahr und richtig ergeben hat. Alle waren sie hinfällig, morsch und faul im innersten Kern, schon von der Wurzel aus. Nichtsdestoweniger aber wurden die erkrankten Menschenleiber in diese morschen und oberfaulen Heilsysteme jahrhundertelang hineingezwängt und natürlicherweise Millionen, nein milliardenfach geopfert. Der Medizin ging und geht es, wie noch heutzutage der Religion und der Philosophie. Auch deren Systeme und Dogmen sind Ausgeburten menschlichen Geistes, darum irrtümlich, vergänglich, hinfällig und nichts weniger als allgemein und bleibend gültig. Wobei wir hier ganz deutlich mal sagen müssen, der Medizin ging und geht es wie noch heutzutage der Religion und der Philosophie. Mit der Religion meint er hier den römischen Katholizismus. Und dann stimme ich sogar zu. Denn auch deren Systeme und Dogmen sind Ausgeburten menschlichen Geistes, genau. Die wahre Religion, die Bibel, nicht. Aber weil sie Ausgeburten menschlichen Geistes sind, sind sie irrtümlich, vergänglich, hinfällig und nichts weniger
als allgemein und bleibend gültig. Aber was die Medizin, soweit sie sich systematisch und auf Dogmen aufbaut, so unendlich verderblicher für das Menschengeschlecht macht, ist, dass sie ihren Gläubigen sofort und meist ein für alle Mal das ganze zeitliche Dasein in Frage stellt und inappellabel, also unwidersprechbar, aburteilt. Appellabel kommt von Appellation, von appellieren, in diesem Sinn widersprechen oder hinterfragbar. Ne? Die Medizin, soweit sie sich systematisch und auf Dogmen aufbaut, so unendlich verderblicher fürs Menschengeschlecht macht, ist, dass sie ihren Gläubigen sofort und meist ein für alle Mal das ganze zeitliche Dasein in Frage stellt und unwiderruflich aburteilt. Ungeheuerlich aber und wahrhaft diabolisch wird dies Verhängnis, welchem die Menschheit unter dem Richtschwert der Medizin überantwortet ist, noch dadurch, dass die Medizin im Laufe der Jahrhunderte ähnlich wie die Kirche, zur Staatsmedizin sich emporzuschwingen gewusst hat und ausgerüstet mit allen Macht- und Schutzmitteln als solche eine Allgewalt über der Menschen Wohl und Wehe erworben, gegen welche die Macht der Päpste, Fürsten und Priester der Kirche eine Bagatelle ist. Das ist ein wichtiger Satz, nicht wahr? Ungeheuerlich aber und wahrhaft diabolisch, also teuflisch, wird dies Verhängnis, welchem die Menschheit unter dem Richtschwert der Medizin überantwortet ist, noch dadurch, dass die Medizin im Lauf der Jahrhunderte ähnlich wie die Kirche zur Staatskirche die Medizin zur Staatsmedizin sich emporzuschwingen gewusst hat und ausgerüstet mit allen Macht- und Schutzmitteln als solche eine Allgewalt über den Menschen Wohle und Wehe erworben, gegen welche die Macht der Päpste, Fürsten und so weiter und so weiter. Ihr erinnert euch doch, dass ich in Teil 5 der Inquisition mit dem Impfwahn euch gesagt habe, dass der Robert Kennedy hier uns mitgeteilt hat, dass 1986 im amerikanischen Kongress verabschiedet wurde, dass die Pharmaindustrie keine Haftung hat für ihre Produkte. Das ist genau der Punkt. Ja? Ich kann das jetzt hier nicht mal eben so kurz raussuchen, wo ich jetzt hier das gelesen habe. Aber das war das, was der Robert Kennedy sagte. Ich versuche mal eben hier die Seite kurz aufzuschlagen. Ja, ich lese euch das nochmal eben vor aus dem Buch Der Viruswahn auf Seite 271, ein kleines Stück eben dazu. Ja? Und dann sehen wir, wie der Dr. Hennemann oder Theodor Hahn hier im 19. Jahrhundert bereits das anspricht, was hier der Robert Kennedy anholt in seinem Schreiben in dem Brief. Er sagt hier, 1986 erließ der Kongress, überschwemmt von Pharmageldern, ein Gesetz, das Impfstoffherstellern pauschale Immunität, also Befreiung, verleiht, wenn es um die Haftung für durch Impfstoffe verursachte Schäden geht. Wenn Impfstoffe so sicher wären, wie meine Familienmitglieder behaupten, müssten wir dann Pharmaunternehmen eine solche Immunität gewähren. Der Goldrausch, der sich für die Pharmaunternehmen im Anschluss an dieses Gesetz Bahn brach, steigerte die Anzahl der empfohlenen Impfungen von 12 mit 5 Impfstoffen im Jahre 86, also 1986, auf heute 54 Impfungen mit 13 Impfstoffen. Aus einem milliardenschweren Nebenerwerb wurde ein 50 Milliarden Dollar Riese der Impfstoffindustrie. Und das sind Zeiten vom Beginn des 21. Jahrhunderts aus Amerika alleine, nicht über die ganze Welt. Weiter unten, wo es noch geht um keine Sicherheitstests, keine Placebo-Studien, kommt was sehr Interessantes. Hört mal zu. Solche Bedenken werden noch verstärkt, wenn man bedenkt, dass Impfstoffhersteller neben der Haftungsfreiheit noch ein weiteres, wenig bekanntes, lukratives Schlupfloch genießen. Impfstoffe sind die einzigen pharmazeutischen oder medizinischen Produkte, die nicht streng auf ihre Sicherheit getestet werden müssen.
um eine FDA, also von der amerikanischen Food and Drug Administration, ja, also eine Gesundheitsbehörde ist das, um eine FDA-Lizenz zu erhalten, müssen die Firmen praktisch jedes andere Medikament jahrelang in randomisierten Vergleichen gegen ein wirkungsloses Scheinmedikament, ein sogenanntes Placebo, auf seine Sicherheit testen. Doch kein einziger Impfstoff, der derzeit mit dem CDC-Plan für Kinder steht, wurde vor der Zulassung gegen ein inertes Placebo getestet. Ohne Placebo-Tests haben die Regulierungsbehörden aber keine Möglichkeit, die Risiken eines Medikaments zu beurteilen. Diejenigen, die meinen BitChute-Kanal kennen, wissen, dass ich da ein 9-stündiges Interview mit einem sicheren Stanley Plotkin hochgeladen habe. Und auf meinem Archive findet ihr das Transkript der 9-stündigen Aussage von Stanley Plotkin. Weil der Autor fährt hier fort, also der Robert Kennedy sagt, während einer Befragung im Januar 2018 räumte Dr. Stanley Plotkin, der aus meinem Video, der einflussreichste Impfstoffexperte der Welt ein, dass Forscher, die versuchen, die Sicherheit von Impfstoffen ohne ein Placebo festzustellen, sich im La-La-Land, also in einer Art realitätsfernem Seelenzustand befinden. Laut Dr. Drummond Rennie, stellvertretender Herausgeber des Journal of the American Medical Association, ist es die Marketingabteilung und nicht die Wissenschaft, die die Forschung vorantreibt. Es erscheint mir schlichtweg falsch, dass demokratisch kontrollierte Gesetzgeber im ganzen Land hektisch Zwangsverordnungen für pharmazeutische Produkte verabschieden, deren Risiken niemand kennt. Willkommen im 21. Jahrhundert in Zeiten von Covid-19. Während einer Befragung im Januar 2018 räumte Stanley Plotkin, der einflussreichste Impfstoffexperte der Welt, ein, dass Forscher, die versuchen, die Sicherheit von Impfstoffen ohne ein Placebo festzustellen, sich im La-La-Land, in einem realitätsfernen Seelenzustand, befinden. Das ist die Schlussfolgerung von Robert Kennedy über die Aussage von Plotkin, die in einem 9-stündigen Video, wo ihr den Transkript, also jedes gesprochene Wort, von gratis bekommen könnt. Auf BitChute, meinem YouTube, meinem Videokanal, könnt ihr das Video sehen und auf meiner archive.org könnt ihr das Geschriebene herunterladen. Ja? Jetzt habe ich doch nochmal von den Viruswahn gelesen. Aber warum? Weil das so wichtig ist und weil das doch genau das widerspiegelt, was der Dr. Hennemann hier 1875 sagt. Jetzt rufen wir uns nochmal eben ins Gedächtnis, was ich aus dem Viruswahn gerade vorgelesen habe. Und dann lesen wir nochmal diesen letzten Satz hier eben. Ja? Dass die Medizin im Laufe der Jahrhunderte ähnlich wie die Kirche zur Staatskirche, zur Staatsmedizin sich emporgeschwungen gewusst hat und ausgerüstet mit allen Macht- und Schutzmitteln als solche eine Allgewalt gegenüber dem Menschen Wohl und Wehe erworben, gegen welche die Macht der Päpste, Fürsten und Priester der Kirche eine Bagatelle ist. Wahrhaft verschwindend klein endlich ist die kirchliche Macht gegenüber der Macht der Medizin. Das sagt der Autor. Aber wir müssen hier dem Autoren vergeben, dass er wohl kein bibelgläubiger Christ ist, wie ich bereits sagte. Und von daher nicht versteht, wie sich die Kirche anmaßt, ihre geistliche über die weltliche und damit ja auch über die medizinische Macht zu stellen. Aber sie zieht die Fäden ja aus dem Hintergrund. Also, mit dem Hintergrundwissen nochmal den Satz. Wahrhaft verschwindend klein endlich ist die kirchliche Macht gegenüber der Macht der Medizin, wenn man drittens in Erwägung zieht, dass die Fürsten und Priester der Kirche bescheiden genug sind, einzig auf die Macht der menschlichen Gemüter, auf die Macht des der Vernunft und des Wissens sich begebenden Glaubens sich stützen, während dagegen die Herren von der Medizin, diese echtesten Schüler des heiligen Ignaz von Loyola und darum nicht mit Unrecht Pillenjesuiten oder auch Salbenpriester und Pflasterpfaffen genannt, nicht bloß an den Glauben ihrer gläubigen Laienheere appellieren, sondern sich selbst noch als die gebildetsten des Volkes,
als die fort- und vorgeschrittensten, als die wissendsten, als die Generalpächter der heiligen Vernunft in alle Welt hinaus rühmen und die gläubige Laienherde wie an die Vernünftigkeit der Pillen, Salben und Pflaster, so auch noch an die Vernünftigkeit der jene verordnenden Äskulape Glauben macht. Diese letztere Tatsache ist himmelschreiend, himmelschreiend heute am Ausgang des dritten Viertels des 19. Jahrhunderts und wie himmelschreiend ist es heute im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts? Umso dringender ertönt aber darum auch endlich der Ruf nach Abhilfe, nach gründlicher, nach allseitiger, rascher Abhilfe. Aller Orten ist es den letzten 5 Jahrzehnten ein Stein nach dem anderen aus dem Fundament des ungeheuerlichen Babelturms der Medizin gelockert und gelöst worden. Hunderte von Ärzten selbst und Tausende von Laien haben sich berufen gefühlt, ihr Teil zu dieser Abbruchsarbeit beizutragen, die in doppeltem Sinne eine herkulische genannt werden könnte, als sie nicht bloß eine gewaltige ist, sondern auch der Reinigung des wirklichen Augiastalles vollkommen gleichkommt. Ja? Augiastall, eine durch Schlamperei oder Nachlässigkeit entstandene große Unordnung mit Mühe zu beseitigen. Die Ordnung wiederherstellen, ja, das müssten wir heute im 21. Jahrhundert auch. Freie Ausübung der ärztlichen Praxis. Freigebung des Heilberufs in die Hände des Selbstständigkeit verlangenden Volkes. Aufgebung des staatlichen Patentes einerseits und freier Einblick und freie Prüfung des ärztlichen Wissens und Glaubens andererseits. Das sind die beiden Forderungen, die heute von dem Volke an die Herrschaft der äskulapischen Priester gestellt werden. Freiheit und Wahrheit in der Medizin um jeden Preis, auch um den Preis des ferneren Bestandes der Medizin selbst. Gerade je mehr aber die Priester der Medizin sich sträuben gegen diese vom Volk gestellten Forderungen, je hartnäckiger die medizinische Priesterkaste sich weigert, die bisherigen Vorrechte ihrer Kaste, ihrer Zunft preiszugeben und die Medizin zu einer wahren, freien, naturgemäßen, volkstümlichen Heilweise umgestalten zu lassen, je mehr liegt sie unserer Meinung nach auch an den Tag, dass das Misstrauen in sie gerechtfertigt, dass etwas, das viel, das alles in ihrem Staate faul und dass das Volk nur sein unveräußerliches Naturrecht ausübt, wenn es in seinem Drange nach Freiheit von allem Dogmenzwange und aller Glaubensfesseln wie über die Non-Possums-Priester der Kirche, so auch über die Non-Possums-Priester der Medizin einfach hinwegschreitet. Non-Possumus, vollständig sine dominico non-possumus, ist eine lateinische Phrase mit der Bedeutung, wir können nicht, beziehungsweise in der vollständigen Version, ohne den Sonntag können wir nicht leben. Ja? Das Zitat wird im kirchlichen Bereich verwendet, um die Wichtigkeit der Heiligung des Sonntags mit der Feier des gemeinsamen Gottesdienstes und der Eucharistie zu betonen. Und wir Christen wissen natürlich, dass der Sonntag nicht heilig ist und die Eucharistie ein Opfer, das Opfer Jesus Christus verneint am Kreuz, ableugnet ist. Ja? Also. Nach Freiheit von allem Dogmenzwange und aller Glaubensfesseln wie über die Non-Possumus-Priester der Kirche, so auch über die Non-Possumus-Priester der Medizin einfach hinwegschreitet. Mit anderen Worten, sie können nicht ohne ihre Dogmen leben. Wie die Kirche seit nahe einem Jahrhundert ihre herannahende Wiedergeburt in allerlei Vorwehen ankündigt, so auch die Medizin. Die Homöopathie, so heiligen und mittelgläubig sie sich auch noch gebärdet und auch ihres päpstlichen Hahnemann-Kultus nicht entraten kann, war doch ein frischer, reinigender Wind und rüttelte die in den nächtlichen Dusel dahinschlummernde Eulenzunft der Medizin gewaltig auf.
Noch gewaltiger klopfte der erwachende medizinische Zeitgeist des Volkes auf den Höhen der Sudeten, auf dem Gräfenberg und der Lindenwiese an die Pforten der zünftigen Staatsmedizin und gemahnte zum Erwachen. Aber, ach, der Schlummer ist so süß, der Glaube so bequem und das Abstreifen von Irrtümern, ach, so schwer, so bitter, so einschneidend, schmerzlich, die letzten, die kräftigsten, die entscheidenden, die treifen, die kreisenden Wehen der Wiedergeburt, so niederschmetternd, demütigend die endliche Erkenntnis, dass das ganze herrliche vatikanische Gebäude der hippokratischen Medizin nichts als ein Truggebäude oder, wie Girtaner sagte, nichts als ein ungeheurer großer Misthaufen ist, dass wohl mutige Charaktere sich zu einem solchen letzten und höchsten Akte der Selbstverleugnung entschließen können, nicht aber die hochmütigen Herren von der Medizin. Demut ist der höchste Mut, Hochmut aber der kleinste und gar kein Mut mehr von diesem nichtmutigen Hochmut, aber besitzt keine Kaste und keine Zunft mehr als die Herren Doctores Medicinae Promoti. Ja, da möchte ich jetzt gerne einen Teil nochmal von vorlesen. Das war so aussagekräftig. Es ist ein wunderschöner Schluss auch für unsere heutige Lesung. Nächstes Mal fahren wir in der Einleitung fort. Aber das Stück möchte ich gerne noch einmal vorlesen. Ein ganz, ganz wichtiger Absatz hier auf dieser Seite. Ja? Die Homöopathie, so heilig und mittelgläubig sie sich auch noch gebärdet und auch ihres päpstlichen Hahnemannskults nicht entraten kann, war doch ein frischer, reinigender Wind und rüttelte die in nächtlichen Dusel dahingeschlummernde Eulenzunft der Medizin gewaltig auf. Noch gewaltiger klopfte der erwachende und medizinische Zeitgeist des Volkes auf den Höhen der Sudeten, auf dem Gräfenberg und der Lindenwiese an die Pforten der Zukunft der zünftigen Staatsmedizin und gemahnte zum Erwachen. Aber, ach, der Schlummer ist so süß, der Glaube so bequem und das Abstreifen von Irrtümern, ach, so schwer und so bitter, so einschneidend schmerzlich, die letzten, die kräftigsten, die entscheidenden, die kreisenden Wehen der Wiedergeburt, so niederschmetternd, demütigend, die endliche Erkenntnis, dass das ganze herrliche vatikanische Gebäude der hippokratischen Medizin nichts als ein Truggebäude, nichts als ein ungeheurer großer Misthaufen ist, dass wohl mutige Charaktere sich zu einem solchen letzten und höchsten Akte der Selbstverleugnung entschließen können, nicht aber die hochmütigen Herren von der Medizin. Demut ist der höchste Mut, Hochmut aber der kleinste oder gar kein Mut mehr, von diesem nichtmutigen Hochmut aber besitzt keine Kaste und keine Kunst mehr als die Herren Doctores Medicinae Promoti. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren.
Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da, die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Darum gab er den Heiligen Geist, der dir ein Völkchen Tröster heißt. Ins Herz will er's uns schreiben, dass wir in Christus bleiben, all Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt. Das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei